Ich glaube, ich habe gelernt, dass das eine ist, die Gesetze der Staaten an die Konvention anzupassen, aber dass damit die Kinder sich noch nicht ihrer Rechte erfreuen. Diese Gesetze müssen dann auch umgesetzt werden. Und das ist ein schwieriger Prozess, weil in allen Menschen irgendein Bild, eine Vorstellung von Kindern steckt, die doch die Konvention in Frage gestellt, weil sie sagt, wir müssen Kinder respektieren als junge Menschen, die auch ihre Ansichten haben, ihre Meinungen haben, ihren Willen haben. Und der ist zu respektieren. Man macht nicht immer alles so, wie die Kinder es wollen, aber man muss wenigstens auf sie hören, sie in ein Gespräch hineinholen. Und auch selbst, wenn man danach es doch anders macht, so sollen die Kinder es eigentlich verstehen können. Ich glaube, dass ist nicht so einfach für die Menschen. Viele leben immer noch mit der Vorstellung, die Eltern bestimmen doch in allen wichtigen Dingen über die Kinder, weil sie doch die Situation nicht überblicken, gar nicht wissen, was das Leben für sie bereithält. Aber die Kinder tasten sich in das Leben hinein. Und es ist so wichtig, dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, ihre Fragen zu stellen, das zu verarbeiten, was man ihnen sagt, dass sie auch erleben, dass auf sie gehört wird, dass sie Antworten bekommen, mit denen sie etwas anfangen können. Und oft genug geben die Kinder wirklich Hinweise auf das, was das Beste ist, was jetzt geschehen soll. Viele Kinder, Jugendliche klagen darüber, dass sie auf das, was in der Schule passiert, wenig Einfluss haben. Das sind dann allerdings meist eher die Dinge des sozialen Lebens in der Schule, wo sie sich manches anders wünschen. Aber sie haben ja auch wenig Einfluss auf das, was gelernt wird. Wir haben im Augenblick diese Diskussion über Digitalisierung der Schule. Viele sagen, mit diesen kleinen Apparaten lehnen wir kaum dauernd um, aber es fehlt uns so viel an Kenntnissen. Wir werden oft überflutet von irgendwelchen Informationen. Was ist eigentlich richtig und falsch? Ein großes Thema für junge Menschen. In vielen Schulen kommt es kaum vor, nur am Rande vor. Manche Jugendliche behaupten sogar, sie verständen immer noch mehr von all dem als ihre Lehrerinnen und Lehrer. Also das nur als ein Beispiel, dass die Schule notwendigerweise sich immer wieder an die Lebensumstände der Kinder einstellen muss und auf die Zukunft, die auf die Kinder wartet. Es gibt jemanden in Amerika, der sagt, im Grunde wird in der Schule die Zukunft der Gesellschaft ausgehandelt. Da lernen Kinder Dinge und anderes lernen sie nicht. Und das bestimmt auch das, was Sie als Bürger dann in diese Gesellschaft hineintragen. Ich habe dafür plädiert, dass die Schule besser angepasst wird an das Leben, in dem die Kinder, die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler heute leben und das erkennbar auf sie wartet. Wir haben große Themen, die nicht in Kürze erledigt sein wird. Also wieder das aktuellste Klima, sondern das uns lange, lange beschäftigen wird. Das werden nicht nur Techniker lösen, die man sicher auch braucht, aber Menschen müssen eine andere Haltung diesem Problem gegenüber einnehmen. Sie müssen verinnerlichen, was sie tun müssen, damit wir zusammen diese Probleme bewältigen. Und wofür ist Schule da? Genau dafür ist Schule da. Das sagt das Manifest. Ich sehe durchaus positive Entwicklungen, ob das nun durch das Manifest bewirkt wurde oder nicht. Ich würde eigentlich zunächst die Kinderrechtskonvention da anführen, auf deren Hintergrund ja auch dieses Manifest entstanden ist. Und auch die Kinderrechtskonvention steht nicht allein, sondern viele Pädagoginnen, Pädagogen, Erzieherinnen, auch Eltern haben darüber nachgedacht, was müssen wir eigentlich den Kindern in den Bildungsstätten bieten. Also, ich finde, das findet schon Echo.
Wenn man sich umschaut, sieht man, dass in vielen Schulen irgendwelche Projekte laufen, neue Themen in den Unterricht aufgenommen werden. Allerdings muss ich sagen, es ist eher in den Randzonen der Schule. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Gremien, die für die Curricula der Schule verantwortlich sind, doch einmal überlegen, ob sie nicht nur Fächertraditionen fortsetzen, sondern wirklich auch in das Gesamtcurriculum der Schule all diese Themen, die so sehr auf der Hand liegen, mit aufnehmen. Die sind ja längst in der Schule vorhanden. Es gibt Armut, es gibt Diskriminierung, es gibt Ausschluss, es gibt auch Inklusion. Alles schwierige Fragen. Die kann man doch eigentlich nicht so mit der linken Hand machen. Das sind doch auch Themen, an denen wir alle lernen müssen, die eine Vorgeschichte haben. Es gibt Modelle, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Rechte, es gibt Pflichten. All das muss doch irgendwie auftauchen. Also, ich glaube, es geht langsam und leider zäh, aber trotzdem, es gibt dann auch immer wieder erstaunliche Beispiele. Es gibt ja auch Schulen, die sich zusammenschließen, Demokratie, Pädagogik, Blick über den Zaun, Schulakademie und so weiter. Und die zeigen uns sehr wohl, dass es vorzügliche Beispiele auch inzwischen in Schulen gibt. Ich wünsche so sehr, dass sie sich ausbreiten.